Ja, wer gerne Fisch isst, wird dieses Gericht lieben. Ja? Akwaba und herzlich willkommen bei Mamla Sankofa TV. Mein Name ist Ikuya. In diesem Video zeige ich dir, wie ich Fanti Fanti, ein beliebter Fischgericht, besonders bei den Fanti-Bevölkerung in Ghana. Wie ich diese hier gemacht habe, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß mit dem Video. Ja, das sind meine Zutaten. Und zuerst werde ich den Fisch mit Salz und mit den Gewürzen gut würzen und über Nacht marinieren lassen. Ja, genau. Ich habe Zwiebel, Chili, Knoblauch in einem Mixer gemixt. Ja, und das verteile ich jetzt auf den Fisch. Genau. Und dann, wie gesagt, über Nacht marinieren lassen. Ja, das ist schon der nächste Tag. Jetzt nur den Fisch für 10 bis 15 Minuten dünsten. Ja, das sind die Zutaten, die ich für die Soße brauche. Und diese werde ich ebenfalls in einem Mixer pürieren lassen. Ja, und da geht es schon los mit der Soße. Und traditionell wird Fanti Fanti mit rotes Palmöl zubereitet. Ja? Wer aber absolut kein rotes Palmöl mag, kann auch gerne Olivenöl verwenden. Genau. Ja, die Zwiebel erstmal für eine Minute eingeschwitzt und dann kamen auch direkt die pürierten Zutaten dazu. Hier Gemüsebouillon auch zugeben und dann lassen wir die Soße so lange kochen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Ja, genau. Genau, und so ungefähr sollte dann die Soße aussehen. Ja, jetzt die Soße nach Geschmack salzen. Ja. Und dann kommt schon der Fisch hinzu. Ja, und dann ist die Soße schon fertig. Muss nur ca. 5 Minuten vor sich hin köcheln bei mittlere Hitzestufe. Ja, dann können wir uns schon um die Yamswurzel kümmern. Ja, Fanti Fanti passt natürlich nicht nur zu Yamswurzel, aber heute habe ich richtig Lust auf Yamswurzel und deswegen werde ich Yamswurzel zu meiner Fanti Fanti servieren. Genau, ja, so sieht die fertige Soße aus? Sieht das nicht lecker aus? Ja, ich liebe Fisch, ihr Lieben. Genau. Ja, jetzt die Yamswurzel ja, schälen und dann direkt ins Wasser geben, damit sie sich nicht oxidieren. Ja. Und dann kochen wir die Yamswurzel ganz normal wie Salzkartoffel. Also ja, Salz dazugeben und ganz normal wie Salzkartoffel kochen. Ja, und da ist es auch schon. Fanti Fanti. Ja, wie gesagt, ein beliebter Fischgericht in Ghana. Passt nicht nur zu Yamswurzel, sondern zu Binkum wird es auch gerne gegessen. Oder auch Reis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf ein Like und ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.